Tanner Richards, gratuliere zum Finale-Einzug zum zweiten nach 2021. Es war eine harte Serie, auch wenn es 4-1 steht am Schluss, nicht mehr. Ja, ich meine, jeder Match in dieser Serie ist wieder mit einem Goal entschieden worden. Und ja, Zug ist eine riesige Mannschaft, das weiss glaub, jeder hier in der Schweiz. Da müssen wir nicht viel darüber diskutieren. Sie haben jetzt über mehrere Jahre regiert und ja, wir sind sicher top motiviert für die Serie. Und jetzt bin ich froh, dass wir die endlich raushauen konnten. Ein bisschen Wachablösung. Die letzte Serie verloren 2019 im Finalzug. Jetzt seid ihr gekommen. Was war der Schlüssel gewesen, gegen Zug zu gewinnen? Wenn ich Goal zulasse. Ich meine, wir wissen, dass die einen riesen Offensiv-Kader haben. Die können Goal schiessen. Ich meine, da für die erste bis zur vierte Liga. Ich meine, was die vernehmen haben in ihrem Kader, ja, ist unglaublich. Aber ich glaube, wir haben das Team super gekämpft. Wir haben unser Gameplan super umgesetzt. Eigentlich fast in jedem Spiel. Nicht immer ganz 60 Minuten. Aber ich meine, gegen so eine Mannschaft wie Zug ist klar, dass es nicht immer gelingen wird. Aber schlussendlich haben wir diese Serie gewonnen und ja, jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt schauen wir vor. Eure Leistung, ihr habt Topscorer-Adresse an, ihr geht dem Gegner unter die Haut, seid überall da, auch defensiv. Könnt ihr noch schnell auf die Schulter klopfen, dass der Ritz, der so wichtig ist, geworden, solche Leistung könnt abrufen? Nein, ich meine, heute bin ich minus 2 gewesen, aber ich sage schon seit immer, meine Statistik interessiert mich hin und vorne nicht. Ich kann von mir aus jedem Match minus 2 gehen, aber meins gehen, solange wir den Match gewinnen. Einzelstatistik interessieren mich schon lange nicht. Ich will jetzt einfach den Kübel zurück auf Genf holen. Letztes Wort, jetzt geht es gegen Biel. Ja, super Mannschaft. Ich meine, ich glaube, über die ganze Saison gesehen, erster und zweiter Platz, ich glaube, es haben sich beide Mannschaften verdient. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich während der Playoffs noch mal gesteigert von der Regular Season. Und ja, jetzt geniessen den Moment heute und dann ab morgen geht es wieder nach vorne. Gratulieren, freuen uns auf den Finale. Danke vielmals. Danke vielmals, kommen wir gut heim.